Auch am Dienstag machen die Aktivisten der letzten Generation erneut auf die Klimakrise aufmerksam und sorgen einmal mehr für Chaos im Frühverkehr. Die Polizei war schnell vor Ort, um die Aktion aufzulösen. Wir brauchen als Bürgerinnen und Bürger neue Wege, um demokratisch diese notwendige Transformation einzuleiten, bevor es zu spät ist. Wir können nicht mehr uns darauf verlassen, dass die Parteien es schaffen. Sie schaffen es offensichtlich nicht. Es gibt gute demokratische Wege, um uns zu einigen, wie wir diese Transformation gestalten wollen. Alle Organe der öffentlichen Sicherheit müssen die Demokratie schützen. Was sie tun, gefährdet unsere Demokratie. Wir brauchen endlich Klimaschutzmaßnahmen. Hören Sie zu! Hören Sie auf den Klimarat endlich! Damit sollen die Klimaproteste in Wien vorerst beendet sein. Nachdem die Klimakleber bereits in der letzten Woche mit ihren Megaprotesten für Aufsehen gesorgt hatten, war damit am Dienstag mit ihrer vorerst letzten Aktion in Wien Schluss. Doch bei ihrer Pressekonferenz vor der Sezession kündigten sie bereits die nächsten Protestaktionen an. Diesmal im restlichen Teil von Österreich. Neben dem ganzen Baustellenchaos und der Hitzewelle in den kommenden Tagen dürften wohl diese Störaktionen für noch mehr Ärger unter den Autofahrern sorgen. Zusätzlich zu den angekündigten Klebeaktionen, Sitzstreiks und Märschen soll es diesmal jedoch auch wieder einige Überraschungsaktionen geben. Ihre Message ist weiterhin gleich geblieben. Tempo 100 auf Österreichs Straßen und ein Fracking-Verbot. Aber auch Werbebeschränkungen für besonders klimaschädliche Produkte, ein Vernichtungsverbot für Neuwaren und Lebensmittel bis hin zu Maßnahmen gegen die Bodenversiegelung fordert die letzte Generation von der Regierung.